Hallöchen, meine Pandas, herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge Attack on Titan Final Battle. Wir waren letztes Mal dort, wo Levi Eren im Gerichtssaal verprügelt hat und jetzt stehen sie da wie angewurzelt, als hätten sie keinerlei, naja, wie soll ich sagen, als wäre da überhaupt keine Emotion dabei oder so, keine Ahnung. Das sieht auf jeden Fall sehr, sehr weird aus, wie die da stehen. Wahrscheinlich habt ihr es alle schon gehört, aber das Sondermilitärtribunal, okay, hat eine Entscheidung getroffen. Dieser junge Mann schließt sich offiziell den Aufklärern an. Das lese ich nicht vor. Ich selbst glaube, dass Eren die beste Chance der Menschheit ist, die Titanen zu besiegen. Unser oberstes Ziel ist es, zu beweisen, dass ich recht habe. Vorerst untersteht er Truppenführer Levi bzw. Levi. Die restlichen Zuteilungen werden noch entschieden. Das war alles. Wegtreten. Alles klärchen. Gott, sah das weird aus. Warum tut unser Freund das? Okay. Ach, der Aufklärungstrupp hat doch nie genug Leute. Und da du jetzt hier bist, wird noch mehr zu tun sein als sonst. Deshalb bin ich hier, um mit anzupacken. Aber Abteilungsführerin, ist es wirklich richtig, Grünschnäbel einzusetzen, bevor sie ihr Training überhaupt offiziell abgeschlossen haben? Das frage ich mich allerdings auch. Das wurde alles abgesegnet, keine Bange. Und wird es nicht einfacher für dich sein, wenn du ein paar Freunde um dich herum hast, Eren? Sie redet mit Eren und guckt den anderen an. Ja, das stimmt. Oh Gott. Ah, hi Eren. Wow, im Aufklärungstrupp gibt es so viele komische Leute. Ich bin wirklich froh, dass du hier bist. Ich habe gehört, dass Hanji dich persönlich ausgewählt hat. Ich frage mich, warum. Ich meine, ein paar andere hatten doch auch noch gute Noten, oder? Vielleicht gefällt ihr mein Temperament. Wahrscheinlich ist es mein gutes Temperament. Ja, daran liegt es wahrscheinlich. Genau. Naja, jedenfalls, ich hatte immer vor, mich den Aufklärern anzuschließen. Insofern passt es mir ganz gut. Ich werde alles geben. Ich weiß nicht, wie lange du bleiben wirst, aber es ist schön, mit dir zusammenzuarbeiten. No. Ich kann es kaum abwarten, bis wir die Flüge der Freiheit endlich auf unserer Jacke haben. Nach der Rückeroberung des Bezirkes Trost scheint das Leben allmählich in geordneten Bahnen zu laufen. Sehr schön. Rico wurde zum Aufklärer-Tagebuch bei... Pixis wurde... Ja! Kids, ist okay. Wenn du zum ersten Mal mit einer neuen Person redest, wird zum Bericht Personalprotokoll deines Aufklärer-Tagebuchs eine neue Seite hinzugefügt. Unterhalte dich mit Leuten, sobald es für sie Seiten gibt, um eure Freundschaften zu fördern. Nee, mit Rico unterhalte ich mich ganz sicher nicht. Aha. Ich kann mich nur mit Rico unterhalten, glaube ich. Hallo, Rico!
Manche der talentiertesten Kämpfer der Eliteeinheiten wurden von den Titanen gefressen. Mitabi, Ian. Was sollen wir denn bloß ohne sie tun? Ich fühle mich machtlos. Das ist nicht der richtige Zeitpunkt, um aufzugeben. Wir sollten froh sein, dass die Operation ein Erfolg war. Es liegt an dir, ihren Geist weiterleben zu lassen. Ja, es liegt doch an dir. Wenn du es so sagst, dann muss ich wohl stark bleiben, um die Erinnerung an sie und ihren Mut zu ehren. Oh Mann. Glaub mir, das weiß ich. Das Einzige, was ich tun könnte, ist doppelt so hart für sie zu kämpfen, für unsere gefallenen Kameraden. Mann. Ah, ja, okay. Ja, lass mich in Ruhe. Ich mag dich nicht. Christa! Das sieht so gruselig aus, wie sie hochguckt, als wäre sie so ein ganz kleiner Zwerg, so. So 1,30 groß oder so, nicht mal. So, also ist. Hä, so also ist es, gegen einen Titan zu kämpfen. Wie habe ich das bloß überlebt? Das würde ich gern wissen. Können, wie sonst? Du hattest wohl einfach Glück. Das hast du Jimir zu verdanken. Können, wie sonst? Wohl kaum mal unter uns. Ich glaube, ich hatte einfach Glück. Du bist dem Tod auch von der Schippe gesprungen. Was? Ich freue mich für dich wirklich. No, dankeschön. So, da haben wir Armin. Das Training geht gleich los, Titan. Es soll ziemlich hart sein. Ich hoffe, ich komme mit. Hey Armin, alles in Ordnung? Der sieht aus, als würde er dahin kacken. Es tut mir leid. Ja, das Training war nur etwas anstrengend, so weiter nichts. Übernimm dich nicht, Armin, ich bring dir etwas Wasser, ja moin. Bist du wirklich bereit dafür, Armin? Ich denke, du würdest dich in der Einsatzzentrale besser machen als auf dem Schlachtfeld. Hör her, Armin. Wenn du ausscheidest, macht mir das Probleme. Wer soll denn dann den Lockvogel spielen? Jimir sagt doch sowas nicht, ja. Genau, Jimir. Nein, lass mal gut sein, Christa. Sie hat recht. Aber ich werde etwas dagegen unternehmen. Ich werde niemanden mehr zur Last fallen. No. Und plötzlich kann er rennen. Brudi, Zeitlupe. Keuch, schnauf, ich wollte etwas besser in Form kommen, deshalb bin ich vor dem Schlafengehen noch joggen gegangen. Alter. Oh, das hat mir nicht gut getan. Brudi, ich komme mir gerade vor, als würde ich eine Fanfiction spielen. Ich komme mir gerade wirklich vor, als würde ich irgendeine Fanfiction spielen und die beiden lieben sich irgendwann noch. Just saying. Kein Grund, sich zu schämen. Du bist ein echt schlauer Kopf, Armin. Dann trainiere weiter, bis du es geschafft hast. Boah, trainier weiter. Brudi. Ja, du hast recht. Das muss ich tun, wenn ich mithalten möchte. Hey Titan, könntest du mir einen Gefallen tun? Könntest du mir dabei helfen, stärker zu werden? Aber natürlich. Ja. Echt? Das ist ja super. Ja. Das wäre echt toll, wenn du mit mir trainieren könntest. Da würde ich mich besser ranhalten. Ja. Er möchte sich wirklich ändern. Das ist echt wie so eine Fanfiction.
Ein Mitglied der 104. Einheit. Ach so. Armin hat kein Vertrauen in seine körperlichen Fähigkeiten als Soldat. Ich habe angeboten, mit ihm zu trainieren. Fertigkeit Führung plus 5 erlernt. Cool. Da ist jemand. Will ich das? Ja, will ich. Was? Als nächstes steht Nahkampftraining an. Worauf wartest du denn noch? Als ob ich jetzt mit jedem so eine scheiß Fanfiction durcharbeiten muss. Es tut mir leid, aber es ist halt echt so. Beim Nahkampftraining. Ah, das war mein Wurf. Mein Fehler, ich kann meine Stärke immer noch nicht richtig kontrollieren. Alles okay? Die Technik habe ich noch nie zuvor gesehen. Das tut so weh. Das tut so weh. Ach so. Oh. Ah, er hat mich runtergeworfen. Ach so. Okay. Ich dachte, er hätte irgendeinen Fehler gemacht und sie sagt so, das tut so weh im Sinne von, das ist so dumm. Das ist so dumm, dass es schon wieder weh tut, so, weißt du, so. Ich habe noch nie bei jemandem ausprobiert, tut mir leid, ich habe ein richtig schlechtes Gewissen. Das ist eine von Annies Techniken, du weißt schon, manchmal verwendet sie welche, die niemand kennt. Annie halt. Diese Technik zu meistern wäre schon was. Hast du auch Interesse daran, Titan? Lass uns doch einfach Annie fragen. Aber natürlich. Um Gottes Willen. Wie die da steht. Was gibt's? Hallo, wir haben uns gefragt, ob du uns ein paar deiner Nahkampftechniken beibringen könntest. Ohne Mist, dieses Spiel im Vergleich zum ersten Teil, klar, die Grafik ist wunderschön, allerdings, wie sich die Charaktere bewegen, sieht mehr als nur weird aus und ich habe das Gefühl, ich spiele wirklich eine Fanfiction. Ich habe wirklich das Gefühl, ich spiele eine Fanfiction. Das ist so. Warum? Hä? Wenn ihr lernen wollt, schaut einfach zu und übt sie selbst. Okay. Zeigst du sie uns? In Ordnung. Okay. Aua. Was ist das jetzt? Es sieht dezent aua aus. Brudi. Titan, oh Mann, alles in Ordnung. Das Ding ist, ich liege da wie so ein Brett. Sie liegt da wie so ein Brett. Ach so, er war das. Ich dachte gerade, er in den Kanäle. Was zum Teufel hat sie sich dabei gedacht? Sie muss wirklich lernen, im Team zu arbeiten. Sie ist unberechenbar. Stimmt's? Meistens habe ich keine Ahnung, was sie denkt. Du solltest dich bei Annie in Acht nehmen und du auch, Erin. Annie scheint gut im Kampfsport zu sein. Sie hat mich weit geworfen. Das war schon beeindruckend. Ich habe Verfolgung erlernt, alles klärchen. Aber irgendwie, Autsch. Hi. Da sind wir wohl nochmal lebend davon gekommen. Hm, gerade so. Sowas muss ich wirklich nicht wieder haben. Ja, gut, okay. Hier habe ich schon geredet. Schon geredet. Da ist nur Dingens. Ich gucke übrigens mehr auf die Karte als überall anders hin, ne? Nicht wundern. Armin. Ich kann ja nochmal mit Armin reden. Der Einsatz zur Rückeroberung des Bezirks Trost war erfolgreich. Warum muss ich dann ständig
Warum muss ich dann ständig an alle denken, die wir verloren haben? Hätte ich nur eine andere Strategie vorgeschlagen, wer weiß, vielleicht wäre dann alles anders gekommen. Aber das bringt ja jetzt nichts, alles nichts mehr. Was geschehen ist, ist geschehen. Die Vergangenheit lässt sich nicht mehr ändern. War Trost nicht die Dingens, wo Marco gestorben ist? So just saying, ne? So. Schön, dich in der Trainingseinheit dabei zu haben. Aber glaubst du, du kannst mit meinesgleichen mithalten? Aber ich schätze, es ist einerlei. Sobald man Soldat ist, kann man nichts anderes tun, als es zu versuchen. Viel Glück, Titan. Der Typ, Alter. Ein Mitglied der 104. Einheit. Feige. Nicht zu viel Nütze. Ja, das stimmt. Der Typ, Alter. So. Ich würde dann sagen, wir haben alle. Oder? Ja, wir haben alle. Hannes! Du hast dich da draußen gut geschlagen, Titan. Das war wahrlich ein ziemlich raues Erwachen. Kommst du einigermaßen klar? Aber natürlich, Hannes, natürlich. Nimm dir eine kleine Auszeit, um mit deinen Kameraden ein bisschen abzuschalten. Auch wenn du jetzt noch nicht spürst, du bist erschöpfter, als du denkst. Ach, und mache gelegentlich mal einen Ausflug in die Stadt. Es wird dir gut tun, mal rauszukommen. Du kannst nun hierhin reisen, Bezirk Trost. Hey, wie cool. Hihihi. Ich höre, dass du dich mit Eren, Mikasa und Armin aus der Trainingseinheit angefreundet hast. Behalte ein gutes Verhältnis zu ihnen bei. Ich verlasse mich auf dich. Soldat der Mauergarnison, Hauptmann seiner eigenen Ingenieurseinheit, war mal in Shiganshina stationiert. Ach Gott, Hannes, das waren noch Zeiten damals, als du immer nur gesoffen hast, ne? Genau. Just saying. Also ich hätte mir schon, weil das hier ist schon so eine kleine Mini-Open World, sag ich mal. Open World. Ich hätte mir da schon gewünscht, dass die Leute so ein bisschen flüssiger laufen und nicht halt einfach so halb aneinander laufen, wie da eben gerade zum Beispiel. Und dann so ganz komisch zuckend weggehen. Hier so zum Beispiel. Da, wenn ich im Weg bin, dass die dann nicht stehen bleiben, sondern halt einfach richtig aus dem Weg gehen. So hätte ich mir halt schon gewünscht, dass das schon so ein bisschen überarbeiteter wäre, ne? Aber naja. Man kann nicht alles haben. Es ist trotzdem ein gutes Spiel. Es macht trotzdem Spaß. Bezirk Trost. Einfach mal hin. Bezirk Trost. Da seht ihr's! Der Leutnant. Was ist mit ihm? Was ist mit dir? Ob du dumm bist, habe ich gefragt. No, meine Fresse, die erinnert mich an die Schöne und das Biest. Mit Buch in der Hand umherlaufen. Wer kennt's nicht? Vielleicht sollte ich mal das umziehen. Und dann klatschend. Okay. Nevermind. Ich sag dazu mal nichts. Ach du meine Güte. Okay, hier ist dezent viel. Ich würde sagen, wir werden das nächste Mal den Bezirk Trost erkunden. Bis zum nächsten Mal. Tüdelü.